Ja, so Raku geht weiter, der Law of Attraction. Sag mal, was machst du genau, wenn es so schäffet die ganze Zeit und wüst ist und keine Sonne scheint? Wo holst du dir die Sonne her und wo lässt es dich von innen nach außen strahlen bei diesen nicht ganz so schönen Tagen? Vielleicht magst du es unten dran schreiben. Ich würde mich freuen. Und ich ziehe eine Karte. Voilà. Ich bin so egoistisch, mich gut fühlen zu wollen. Jo, da passt's wieder einisch, genau. Du kannst das Leben aus keiner anderen Perspektive betrachten als der deines Selbst. Egoismus ist die Empfindung des Selbst. Wenn du nicht so egoistisch bist, dich um deine Empfindungen zu kümmern, um durch deine Gedanken eine echte Verbundenheit mit dem inneren Wesen zuzulassen, kannst du anderen ohnehin nichts geben. Jeder ist egoistisch. Anders kann man nicht sein. Also, ja, wenn mich fragst, das ist wirklich eine tiefsinnige Sache und da sollte man mal wirklich ganz genau darüber nachher studieren, was es überhaupt bedeutet, egoistisch zu sein. Ich für mich bin drauf gekommen, dass der Egoismus sehr fest im Kopf oben ist und dass in dem Moment, wo wir mit dem Herzen unterwegs sind, dass wir den Egoismus nicht mehr so praktizieren, wie man das kennt, vielleicht von früheren Sachen oder im Bügel, wenn jemand nur für sich schaut und der Erfolg, den du gehabt hast, für sich selber einstreicht und so weiter. Das hat alles auch mit Egoismus zu tun. Aber ich glaube, bei der Law of Attraction geht es auch darum, zum sich selber an erster Stelle zu stellen. Und ich habe, glaube ich, in einem der letzten Videos habe ich doch schon über das geredet. Und zwar, dass man für sich zuerst für sich gut muss schauen, bevor man überhaupt für andere gut schauen kann. Und wenn man nur für andere gut schaut, aber sich selber vergisst, dann wird sich das negativ auf dein Sein auswirken, weil du gehst in eine Disbalance hinein. Und jede Disbalance ist schlussendlich auch verantwortlich für unser Nicht-Wohlfühlen und für unser Nicht-im-Wohlstand-Sein, also nicht Wohl-Sein dort, wo wir stehen. Genau, so würde ich sagen. Und ja, was so ein typisches Beispiel ist für egoistisch zu sein und sich selber zuerst ernst nehmen und für sich selber zuerst schauen, ist die Situation im Flugzeug. Und jedes Mal, wenn du startest, wird dir von der Hostess erklärt, dass sollte irgendetwas passieren und sollte von oben die Maske runterkommen, die dich mit Sauerstoff versorgen, sollst in erster Linie für dich schauen, dass du dir die kannst anlegen, damit du nachher in der Lage bist, selber genügend Sauerstoff zu haben, damit du anderen kannst helfen kannst. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man doch einen gesunden Egoismus auch entwickeln kann. Nämlich zuerst schauen, dass es mir an nichts fehlt. Und wenn es mir an nichts fehlt, dann kann ich auch ganz einen Haufen Sachen weitergeben. Und wenn du jetzt denkst, so, es kommt auch immer wieder, das höre ich auch immer wieder, ja, aber Mutter Teresa, die hat nur für andere geschaut. Ja, natürlich hat Mutter Teresa für andere geschaut, aber hast du das Gefühl, sie hätte schauen können, wenn sie nicht geschaut hat, dass es ihr auch gut geht dabei? Und glaub mir, Mutter Teresa hat auch Leute gehabt, die sie unterstützt haben und ihr geholfen haben, damit sie das machen konnte und damit sie so selbstlos den
armen Menschen helfen und zu der Frau werden, die sie geworden ist. Denk mal darüber nach. Und gerade in Corona-Zeiten, ich habe eine langjährige Freundin nicht mehr. Warum auch immer? Weil sie gesagt hat, du bist egoistisch. Du bist egoistisch, wenn du zu mir kommst und keine Masken anlässt, bist du egoistisch. Aber bin ich das wirklich? Ich meine, natürlich hätte ich können. Aber ist es nicht auch egoistisch, von denen zu denken, dass die anderen sich müssen richten nach innen, damit sie sich sicherer fühlen? Wenn du die Sicherheit kommt nie von außen. In keinem Umstand, in keinem Zustand. Du wirst nie Sicherheit haben, die von außen an dich angetragen wird. Und mit dieser Sicherheit, die von außen an dich angetragen wird, wird ein riesengroßes Geschäft gemacht. Schau die Versicherungen an. Und wenn die dort, ja, schau es an. Und dann wirst du nämlich sehen, dass eine Versicherung nur so gut ist, bis sie muss zahlen muss. Ich kenne genügend Fälle, die keinen Anspruch, Versicherungsanspruch bekommen haben, obwohl dass sie das eigentlich zu gut hätten. Obwohl dass sie mit der Versicherung abgemacht haben. Oder wie ist es mit der Versicherung von der Gesundheit? Das ist auch so ein Thema. Wenn du irgendwann mal etwas gehabt hast und dann etwas änderst in deinem Vertrag, den du hast, bist du plötzlich ausgeschlossen. Genau von dem, was du eben gehabt hast. Also, es lohnt sich wirklich mal über das ein bisschen nachzudenken, was gibt mir Sicherheit? Kommt Sicherheit wirklich von außen an dich herangetragen oder ist die Sicherheit bereits in dir innen, wenn du dich mit solchen Fragen von Schaff auseinandersetzt? Wenn du dich mal reflektierst, es hat immer mit Reflektieren zu tun. Das ganze Leben ist ein Reflektieren. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was habe ich? Was kann ich? Das sind alles die Fragen, die so essentiell wichtig sind und wo aktuell ganz viele Menschen sich auf den Weg machen, um das herauszufinden. Und ja, glaubt mir es oder glaubt mir es nicht, es spielt für mich keine Rolle, weil ich für mich weiss es. Aber ich bin auch nicht wichtig, sondern du bist wichtig. Du bist wichtig, der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du sollst für dich Nummer 1 sein, gab allen anderen. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man fährt an von Eigenverantwortung übernehmen. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, bleib gesund, hab Sorge und ich wünsche dir einen ganzen Haufen innere Sicherheit. Bis dann!